Ja, hallo Leute, willkommen mal wieder auf meinem Kanal. Ja, ich weiß, ich lasse mir immer Zeit mit neuen Videos. Ja. Arbeiten, ihr kennt das doch alle. Ihr kennt das doch alle. Alle Scheiße. Ja? Also, ja. Gut, heute mal kein Update-Video oder sonst was. Unboxing oder so. Nee, sowas gibt es heute nicht. Nein, nee, aber ich wurde getaggt. Ja, ich wurde allererste Mal getaggt. Ihr wisst ja, ich bin ja nicht so lange hier dabei. Und ein lieber Abonnent, und zwar der PetStrong, ja, kann ich euch nur empfehlen, seinen Kanal, ja, PetStrong, absolut genial, super Content. Also, Leute, geht auf seinen Kanal. Der hat absolut eine Hammersammlung. Ja, der hat da Sachen. Wow. Ja, Wahnsinn. Und der hat ein Wissen. Ja, der weiß so viel über Filme. Und das ist super. Ne? Also, PetStrong, Leute, absolut genial. Geht auf seinen Kanal. Ja. So, und er hat mich getaggt. Und zwar mit dem Tag, der alles ist möglich Tag. Mann, es gibt so viele schöne Tags, die habe ich schon so oft gesehen hier auf YouTube, ja. Und gerade der trifft mich. Das sind echt gemeine Fragen, wirklich. Das ist echt. Aber gut, genug gequasselt. Wir fangen einfach an. Nicht? Wollen es ja auch nicht zu lang machen hier jetzt, ne? So, Frage Numero uno. Angenommen, eine außerirdische Lebensform besetzt die Erde und fragt ausgerechnet dich, was sind Filme? Welchen würdest du ihnen als erstes zeigen? Ja, ich habe mir ein bisschen ja, Gedanken drüber gemacht, ne? Klar, über die Fragen. So. Und zwar würde ich den hier zeigen. Louis de Funès und seine außerirdischen Kohlköpfe. Ja, gleich einen lustigen Film. Ne? Der liebe Pat Strong, der hatte auch einen lustigen Film, würde er ihm zeigen, hat er auch gesagt. Und der Meinung bin ich auf jeden Fall auch. Ja? Also ich würde ihm auf jeden Fall nicht Independence Day zeigen oder sowas. Dem würde ich ihm schon zeigen. Ja? Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe, das ist doch wirklich Hammer, oder? Ja, dem würde ich ihm das zeigen. Doch. Doch, ja. Du. So. Du musst für unbestimmte Zeit in einen abgeschotteten Schutzbereich untergebracht werden. Welche eine Edition nimmst du mit? Die zeige ich jetzt nicht, aber Herr der Ringe, die Trilogie auf jeden Fall. Ja, egal ob jetzt 4K oder so oder die Blu-ray, spielt keine Rolle. Herr der Ringe. Ja, weil das ist so ein Film oder Filme, ja, sind ja drei. Ja, Hobbit ist klar, Hobbit auch, aber ich darf ja nur eine mitnehmen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mehr so der Herr der Ringe. Ich bin mehr für Herr der Ringe. Hobbit hat mir auch sehr gut gefallen. Kann ich auch immer gucken. Aber Herr der Ringe hat mich übelst geprägt. Also das ist für mich der absolute. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Den kann ich morgens, mittags und abends gucken. Ja. So, schön abgeschottet, ein Raum für mich, morgens den ersten Teil, mittags den zweiten, abends den dritten. Am nächsten Tag genau das gleiche. Könnte ich jeden Tag machen. Kein Problem. So, dritte Frage. Für welchen Film würdest du gerne mal einen Audiokommentar aufnehmen? Ja, den habe ich auch hier zurechtgelegt, habt ihr bestimmt schon gesehen. Ja, und zwar Videodrom. Absolut hammergeiler Film. Ja, da würde ich gerne mal, ne? Doch, ein Videokommentar dazu geben. Ja, auf jeden Fall. Ne?
Jo. 4. Nummer 4. Ja, Nummer 4. Ich habe früher ja. Ja, Nummer 4 ist, die Frage ist ja, welche Geschichte oder Buch würdest du gerne noch verfilmt sehen? Ja, ich habe eigentlich, wo ich jung war, habe ich viel gelesen. Hauptsächlich Stephen King. Ja, aber alles seine, das, was ich damals gelesen habe, ne, ja, Stark oder Friedhof der Kuscheltiere, Cujo und so weiter. Das wurde ja alles schon verfilmt, also ich wüsste jetzt nicht. Ja, und so, ja, jetzt ein bisschen was Neueres. The Strain. Ja, The Strain. Habe ich von Guillermo del Toro. Erste, zweite und das dritte Buch, es sind drei Bücher. Da ist ja dann die Serie rausgekommen, The Strain. In 4 Staffeln. Die habe ich auch da oben. Die wurde ja auch verfilmt. Ja, ich hatte mir zuerst die Bücher geholt. Ich habe die ja gelesen komplett. Und ich weiß nicht, ein Jahr später oder so wurden dann die 3 Bücher verfilmt. Halt in der Serie. Und ich finde die Serie wirklich geil, kann ich, ne? The Strain, richtig geil, so mit Vampire und so. Gut gemacht, kann ich nur empfehlen, Leute. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was da so noch verfilmt werden könnte. Ja. So, fünftens. Bei welchem Film würdest du gerne bei den Dreharbeiten dabei gewesen? Ja, wärst du gerne dabei gewesen? Mann, lesen ist schwer. Und was hättest du geändert? Also, vorneweg, geändert hätte ich gar nichts, aber ich wäre bei Herr der Ringe gerne dabei gewesen. Ja, auf Neuseeland, ja. Wow, diese ganzen Berge da, diese Landschaft da mitzuerleben und dann wie die Leute da, große Herausforderungen, ja, Peter Jackson hatte ja riesen Herausforderungen da zu drehen dieses Gelände da ist nicht gerade eben, ja, da was zu drehen ist nicht gerade einfach, kann ich mir vorstellen, ja. Und da wäre ich schon gerne dabei gewesen, wie er das alles gelöst hat, ja, wie er manche Szenen da wirklich gedreht hat. Das hätte ich gerne gesehen, ganz ehrlich. Also, das ist genial. So, sechstens. Welche Rolle hättest du eher mit deinem Lieblingsschauspieler umbesetzt? Ganz klar. Hellboy 3. Ist ein geiler Film. Aber den Schauspieler, der da, ich weiß den Namen jetzt gar nicht, da hätte ich wirklich wieder Ron Perlman genommen. Ja, wahrscheinlich war er aber da schon zu der Zeit schon zu alt. Ja, gut. Aber da hätte ich gerne wieder den alten Hellboy von 1 und 2 gesehen. Weil der Schauspieler, genial, ja, der hat mir auch bei Blade 2 super gefallen. Also Ron Perlman, ein absolut geiler Schauspieler, ja, und er hat bei Teil 1 und Teil 2 Hellboy wirklich absolut genial verkörpert. Dieser neue Schauspieler jetzt, der eine beim dritten Teil, ich mochte den nicht, ich weiß nicht, der hatte so eine komische Art, Hellboy zu spielen. Das war für mich nicht, ich kann es nicht erklären, ich weiß es nicht. Aber die beiden, die würde ich gerne so switchen. So, siebtens. Welchen Film hättest du dir von einem anderen Regisseur gewünscht? Alien Covenant. Ja. Alien Covenant hätte lieber ein anderer machen sollen. Und der hätte den Film auch ganz anders nennen sollen. Und er hätte auch von mir aus gar nicht zur Alien-Reihe gehört. Dann wäre es ein geiler Film. Ja. Also, ich sag mal so, wäre es ein eigenständiger Science-Fiction-Schrägstrich-Horror-Film gewesen, der nichts mit Alien an sich zu tun hat,
wäre das ein guter Film gewesen. Aber weil es in der Reihe gehört zu Alien, fand ich das für einen Alien-Film leider nicht so besonders. Ja? Hätte ruhig ein anderer machen können und So, achtens. Welchen B-Movie würdest du gerne als teure A-Movie-Produktion sehen? Ja, da habe ich nämlich was. Und das ist wirklich ein ja, B-Movie steht hier, aber ich glaube, das hier ist eher ein C-Movie. Das ist ein ganz, ganz, ganz alter Film. Ich weiß gar nicht, boah, ich weiß gar nicht, wie lange ich diesen Film schon habe. Hier steht auch kein Jahr oder so, gar nichts. Aber den Film habe ich so, so, so lange. Und zwar The Slaughter. Ja, das ist, ja, so mit Dämonen und so, ne? Das ist so eine Clique, die geht in so ein Haus rein und ja, erwecken halt so, ja, das sind ein paar Dämonen, die sich dann bei den Leuten ein bisschen austoben. Ja, also den hätte ich gerne. Man merkt natürlich, B-Movie, ne, klar. Von der Geschichte her und so von der Machart, wenn das ein richtig teures Ding gewesen wäre, oder wenn den einer wirklich mal machen würde, dann, boah, mein lieber Scholli, genau mein Shit, das wäre geil. Das wäre richtig geil, das mag ich. Ja? So. Nummer 9. Andersrum, welchen teuren Hollywood-Film würdest du gerne als B-Movie produziert sehen? Da habe ich mir echt den Kopf zermartert, Leute. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt keine Ahnung. Da muss ich leider passen. Ehrlich. Es tut mir leid, aber bei der Frage muss ich echt passen. Vielleicht fällt mir jetzt einfach so auf Anhieb was ein, aber ja. Verarschung gab es ja schon alles. Ja. Herr der Ringe wurde auch schon verarscht und, ja. Und einen teuren Film. Ich wüsste es echt nicht. Also da muss ich ehrlich sagen, nein. Sorry, Leute, also für die Frage keine Antwort. Tut mir leid. Und die letzte Frage. Alles ist möglich. Was für einen Film würdest du drehen, wenn du die komplette kreative und finanzielle Freiheit hast? Nenne Genre, kurzen Plotangabe und auf Wunsch noch Besatzung und Titel. Also Plot könnte ich jetzt nicht so sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Titel wüsste ich jetzt nicht. Aber so, in welche Richtung das geht, da könnte ich schon was sagen. Und ja, ich habe mir da so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, was ich drehen würde, wenn ich wirklich das Geld so hätte. Also ich gar nicht so teuer, gar nicht so teuer. Ganz ehrlich, ich würde so einen Film drehen. Auf jeden Fall ein Slasher. Ja, also nichts Neues. Ne? Slasher gibt es schon wie Sand am Meer, ich weiß. Aber ich hätte da so eine Mischung aus der goldene Handschuh. Ja, und vom goldenen Handschuh, da würde ich so dieses ihr wisst bestimmt, was ich meine. Jeder, der den Film den gesehen hat, ne, der weiß, was ich damit meine. Ich hätte davon wirklich dieses Dreckige. Ja, der Film hat ja was Dreckiges. Der ist ja so dreckig brutal irgendwie. Ja, das hätte ich auf jeden Fall übernommen. Ja, vielleicht sogar ein bisschen krasser als der goldene Handschuh. Ja, ich hätte ihn noch ein bisschen noch brutaler, ja, wirken lassen. Aber ich hätte den Film noch einen Hauch David Lynch verpasst. Ja,
Ja, das hört sich jetzt wirklich komisch an, aber ey, Leute, das ist dir so, ne, tja, ist halt so. Ne, so eine Art, ja, so ein Slasher, aber halt, ne, wie der goldene Handschuh, aber so mit einem Touch von Dings, ne? Ja. Von David Lynch, ja. Aber nicht sowas wie Mulholland Drive oder so. Nein. Inland Empire. Ja. Ja, so ganz komisch, ja. Eventuell so richtig abgefahren mit übelste Kamerafahrten. Ja. Eventuell würde ich auch viel mit Filtern spielen. Ja. Alle Gewaltszenen würde ich so in Rot, in richtig tiefen Rot einbetten. Und ja, ich weiß, das hat man alles schon gesehen, aber ich habe das so extrem im Kopf, ich kann das gar nicht so wiedergeben, erstmal, ja. Ja, sowas würde ich gerne machen, ja. Aber wie gesagt, ein Hauch von David Lynch, ja. Also so ganz komische Twists da rein und ja. So, dass zum Schluss der Zuschauer sagt, oh, okay, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Und dann ist der Film zu Ende. Ja, so, ja. Und als Hauptdarsteller würde ich tatsächlich, ja, Willem Dafoe nehmen. Ja, ich glaube, das wäre der perfekte Schauspieler, um dieses Abartige so zu spielen, wie ich das im Kopf hätte. Ja, Willem Dafoe ist ein Allrounder, wollen wir nicht darüber reden. Für mich einer der besten Schauspieler weit und breit. Ja, und den würde ich nehmen. Ich glaube, das wäre auch das Teuerste an dem Film, ja. seine Gage. Ja. Ja, Willem Dafoe. Ja, auf jeden Fall, den würde ich dafür nehmen. Vor allem jetzt in seinem Alter, ne? Der ist ja so ein bisschen älter jetzt, ne? Und ja, doch. Der hat was, das würde ich so machen. Ja, genau. Ja, Leute, das war's wieder. Ich hoffe, meine Antworten haben euch ein bisschen unterhalten, ein bisschen, ja. Ja, gezeigt, wie ich so ein bisschen wie es sich bei mir so dreht, ne? Weil durch so einen Tag merkt man ja auch ein bisschen so, wie derjenige so ein bisschen tickt, ne? Ja. Ja, das war's. Und Petstrong, danke nochmal. Vielen Dank fürs Taggen. Ja. Ja, Leute, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Gute Nacht.